Hallo Freunde meines Kanals. Heute zeige ich euch den Nam Phut Nha Lao Park im Distrikt Con San. Dieser Park beinhaltet eine Quelle, die das ganze Jahr über Wasser spendet. Um diese Quelle hat man einen wunderschönen Park drumherum gebaut. Der Park enthält viel Grün, Bäume spenden Schatten. Man findet hier eine Toilette, mehrere Restaurants. An diesem Tag waren nicht alle Restaurants geöffnet. Es war mitten in der Woche, aber ich denke, am Wochenende werden alle Restaurants geöffnet haben. Als wir den Park besuchten, machte er einen sauberen Eindruck. Das ist nicht Gerümpel oder irgendwelche Abfälle. Hier werkeln vielleicht die Frauenhände und schmücken die Brückengeländer mit vielen Blumen. Zu irgendeinem Fest, welches, ich weiß es nicht. Hier befindet sich die Quelle, die sehr klares Wasser spendet. Wie man sieht, sind die Frauen endlich beschäftigt. In diesem Bereich im Wasser sind sehr viele Pflanzen und auch viele Fische. Die Blumen sollten wohl länger halten, dann hat sie auf so einen Schwamm zum Befeuchten eingesetzt. Alles schön farbenprächtig zusammengesteckt. Fontänen gibt es da auch in dem Wasser. Ja, brauchen wir ja bloß Pumpen anschließen. Eine Brücke hat man gebaut, die führt ins Nichts, ist mehr Dekoration als irgendwelchen Zweck. Aber passt dahin, finde ich, und sieht sehr schön aus. Das ist wohl so eine Art Mehrzweckhalle oder überdachte Terrasse und mehrere Veranstaltungen stattfinden. Was hat der Buddha verbrochen, dass man eingesperrt hat? Wahrscheinlich damit ihn keiner zu Hause aufstellt. Wie es aussieht, entnimmt man der Quelle auch Wasser für die Wasserversorgung. Thank you.
diesem Teil sieht man oft, dass da Leute drinnen planschen. Schwimmen kann man nicht sagen, dazu ist es viel zu flach. Ein erwachsener Mensch dürfte vielleicht bis zum Bauch gehen, wenn überhaupt. Hier müssen die Frauen noch ein bisschen was machen, hier sind sie noch nicht fertig. Das ist ein künstlicher Wasserfall, der bei unserem Besuch nicht in Betrieb war. Hier sind eigentlich Fontänen vorgesehen, aber die wollte man wohl oder hat man ausgetauscht. Es war eben alles noch nicht fertig an dem Tag. Libellen findet man hier auch. Ein alter, dicker Baumstamm, den man mit Schleifen versehen hat. Und Geisterhäuschen für die Wassergeister oder weiß ich, was hier noch für Geister verehrt werden. Das sind einige Restaurants hier, die an dem Tag geöffnet hatten. Der größte Teil war geschlossen. Mitten in der Woche werden wohl nicht viele Gäste hier kommen. So Leute, das war's dann wieder mal. Sag ich danke fürs Zuschauen. Gebt mir ein Like, wenn euch mein Video gefallen hat oder abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Video. Dieter, ciao, ciao.